liebe Zuhörer, Europa ist jetzt fest gegründet. Europa ist jetzt stabil. Wir haben übrigens als Bayern auch große Vorteile. Nicht nur mit den Frieden und der Freiheit, sondern auch wirtschaftlich. Jeder zweite Euro, der hier in Nürnberg oder in Bayern verdient wird, wird dadurch erwirtschaftet, dass wir Güter und Waren, die hier hergestellt werden, im europäischen Ausland verkaufen. Das heißt, wir profitieren auch wirtschaftlich von diesem riesigen Binnenmarkt Europa. Und was wir jetzt wollen, wenn wir künftig über die Grenzen, über die äußeren Grenzen von Europa reden, wer soll künftig zu dieser europäischen Familie gehören? Dann glauben wir, dass jetzt 27 Mitgliedsländer in Europa, vielleicht noch mit Kroatien, richtig sind. Aber wir glauben, wir sind entschieden der Auffassung, dass unsere türkischen Freunde, mit denen uns historisch Freundschaften verbinden, hier in Deutschland wie im Verhältnis zum türkischen Staat. Aber wir sind der Meinung, dass es für Europa und für Deutschland nicht gut wäre, wenn auch noch die Türkei Vollmitglied der Europäischen Union würde. Und deshalb wollen wir zum Beispiel die Frage, wer soll Mitglied der Europäischen Union werden, künftig dem Volk zur Abstimmung vorlegen. Die Frage, sollen die Türken Mitglied der Europäischen Union werden oder praktizieren wir eine privilegierte Partnerschaft? Wollen wir durch eine Volksabstimmung dem Volk zur Abstimmung vorlegen, meine Damen und Herren? Und eine Politik, die gut ist, braucht sich vor der Abstimmung des Volkes nicht zu freuen.